wenn mir persönlich das Haus dann gut gefallen wird am Ende im Spiel, vielleicht versetze ich dann einfach mein Büro hierher. Vielleicht ziehe ich dann an. Vielleicht kaufe ich mir auch einfach alle Häuser hier im Spiel und ziehe dort an. Aber ganz ehrlich, das Museum klingt schon ziemlich cool zum Wohnen. Ah, das kann ich nicht anreißen. Und hopp. Ich kaufe mir noch schnell eine Tür für draußen. Eine ganz normale Eingangstür, eine schöne. Ja, wir nehmen so eine. Eine ganz basic Door. Schön. Ach, da ist es. Da ist das Glas. Sehr schön. Von außen kann niemand schätzen, wie schlimm es hier drin aussieht. Ich habe Krümel an der Hand gehabt. Das war's mit den Innenwänden, oder? Ja, mehr darf ich nicht abreißen. Leider. Wir sind dann doch noch die Hände gebunden in manchen Fällen. Gut, dann haben wir noch den zu vergipsen. Zu Mel Gibson. Hohoho. Entschuldige. Ah, so. Ah ja, ich habe vergessen, wie ekelhaft das klingt. Reparier die Wände, das sieht schrecklich aus. Ich bin hier schon dabei. Was ist hier bitte passiert, dass jede Wand hier total kaputt ausschaut? Hier kann man nicht leben. Das braucht mehr als ein Hausflipper. Das braucht ein Wunder. So, das waren jetzt aber, glaube ich, alle Wände, gell? Super. Dann mache ich mal das, was ich ja eigentlich hasse. Und zwar alles in Weiß anmalen. Wir brauchen wieder mal die weiße Leinwand. Ich glaube, ich habe mal gesagt, dass ich das hasse und im Endeffekt mache ich es aber jedes Mal. Kann ich mir vorstellen, dass das so abläuft. Immer. Ich wüsste echt gern, was ich eigentlich immer mache, während ich hier spiele. Ich krieg selber nicht mit, was ich hier mache. Zum Glück sind wir inzwischen schon solche Profis, dass wir das im Handumdrehen schaffen. Alles ruckzuck. Und dann sollte ich auch überlegen, eine Tür nach draußen hinten zu machen. In die Terrasse. Oder ich versuche es wirklich. Ich muss erst mal anschauen, wie nochmal die Bilder sind, wo jetzt meine Schwester eigentlich hinzieht. Ich war noch nie selber dort, bei dem Haus. Ich vertraue darauf, dass die beiden eine gute Entscheidung gemacht haben.
Wow, ist das hässlich, wenn alles nur weiß ist. Das andere Haus sollte ich dann eigentlich auch fertig machen, was ich letztens angefangen habe. Zwar gleich mit den ganzen Deckenleisten, was wir als letztes getan haben. Ein bisschen passe ich doch auf, was ich da mache. Aber nur ein bisschen. Vielleicht hätte ich auch mehr Geld, wenn ich nicht immer so viel Geld dafür ausgebe, alles zuerst weiß zu streichen und den Boden auf 1 zu bringen, weil im Endeffekt ist es unnötig ausgegebenes Geld, aber ich brauche das irgendwie. Ich brauche diese glatte Leinwand einfach für mich selber. Shish Kebab, das hätte ich auch anmalen sollen. Egal, kommt ein Teppich drüber. Dann tue ich mal den Boden auch einfärbig machen. Ich glaube, sie haben so einen Boden. Ich mache einfach mal. Und dann werde ich ganz kurz schauen, was sie mir geschickt haben, wie ihre Wohnung ausschaut. Falls ich das noch habe. Ja. Oh nein, ich sehe jetzt schon, dass ich den Boden ganz falsch gemacht habe. Okay, geht rein. Küche, links, großes Wohnzimmer eigentlich. Oh nein, das ist... Oh, gute Güte, es gibt einen Flur. Ich glaube, ich habe... Wo haben die ein Klo? Ich will es euch nicht zeigen, weil es... Ich weiß nicht, wie das passt mit der Privatsphäre von meiner Schwester, aber... Wo haben die ein Klo? The girl. Okay, da geht man. Und ich glaube... Hey... Ich kann... Wo haben sie ein Klo? Hilfe. Das muss ich mir einfach zuerfinden. Okay, Küche, Wohnzimmer. Und dann geht man so hin, da ist der Flur. Okay, das muss dann anscheinend... Ach du meine Güte, Hilfe. Okay, ich versuche mal einen Grundriss aufzubauen. Und ich muss einen neuen Boden besorgen. Eher mehr so. Ich meine, Hirn ist echt nicht wirklich da meistens. Ich glaube, ich muss die Eingangstür woanders hinsetzen. Gut, 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 gut. Für meine eigene Sanity. Theoretisch könnte ich es ja sogar so machen, dass der Eingang hinten wäre. Im Endeffekt ist es ja egal. Es ist ein Spiel. Es ist ein Haus. Ist ein... Wenn ich jetzt nach dem gehe, was ich gerade in meinem Kopf gesehen habe. Könnte sich das ausgehen, wie ich es gerade im Kopf habe? Ja? Nein? Ja? Nein? Ja? Nein? Ja? Ja, aber nur wenn ich es hier mache, glaube ich. Das heißt, der Eingang muss hinten sein. Ich werde das so hier verkacken, ihr werdet es nicht glauben. Ich würde übrigens urgerne einmal das Spiel live streamen. Habe ich zwar schon. Ich würde es urgerne mal live streamen und live einfach euch dabei haben und ihr entscheidet, was ich machen soll. Und ihr könnt es dann so richtig
jetzt habe ich es verkehrt rum reingehaut. Ich könnte so richtig hässliche Sachen machen und planen und mich dazu zwingen, so richtig hässliche Sachen machen zu lassen und so. Ich würde so gern Challenges haben. Zum Beispiel die hässlichsten Farben, aber trotzdem noch etwas bewohnbar zu machen. Wir machen das Haus jetzt einfach super privat, okay? Super privat. Gute Güte, sehr viel Unkraut. Gut, bevor ich arbeite, muss ich Rasen mähen. Wow! Es ist keine Schande, wenn der Haus. Der Eingang des Hauses hinten ist auf der Rückseite. Ist keine Schande daran. Wieso muss der Eingang sowieso immer vorne sein, ha? Huh? Ihr könnt mir nicht sagen, dass das nur ist, damit man es gemütlich hat zum Reingehen, sondern das ist sicher einfach nur. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir kämpfen jetzt einfach dagegen an, dass der Eingang unbedingt vorne sein muss. So. Ich will irgendwie nicht reden, während ich Rasen mähe, weil ich habe das Gefühl, dass man mich sowieso nicht versteht. Weil es halt echt laut ist. Und ich bin so fokussiert darin, einfach schnell abzumähen alles. Ist das alles Unkraut oder was ist das? Ach, mein Ohr juckt. Also nicht mein Ohr, sondern, weiß nicht, mein Kopf. Kopf juckt. Der Kopf. Kopfus juckus. So. Ach, gute Güte. Noch immer so viel zu mähen. Gut. Das können wir alles verkaufen. Wie gesagt, es braucht ja eine Leinwand. Was ist denn hier gewesen? Meine Güte, voll die Abdrücke im Rasen. Kann ich einfach so das Haus schon mal verkaufen? Das hier brauchen wir ja nicht, weil hier gibt es keinen Eingang. Und es wird hier auch keinen Ausgang geben. Im ersten Moment wird es komisch ausschauen. Es wird im ersten Moment auch keinen Sinn ergeben, aber vertraut dem Prozess. Ich bin sicher, dass ich das hinkriege. Ich glaube, ich schaffe es. Wir kriegen das hin. Gut. Ich muss mich kurz fokussieren. Ah ja, und putzen wäre auch nicht schlecht. Wo ist denn da der Schmutz? Ist er da oben? Oder ist er drinnen? Ah, der war drin. Gibt es draußen irgendwo noch Schmutz? Habe ich eigentlich. Sehe ich alle Verschmutzungen auf der Minimap? Oder noch nicht alle? Ich glaube, das war's. Jetzt ist alles Lupin rein. Jetzt beginnt der schwerste Part. Okay. Von nun an werde ich mich nicht mehr nach dem Video richten, weil es hat mir sowieso gar nichts geholfen. Also werde ich mich ab sofort nur noch nach meinem Gedächtnis richten. Und das hat sich immer für einen Fehler erwiesen. Gut.
Sagen wir Schlafzimmer. Ungefähr so groß. So groß, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier. So. Es ist nämlich nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann gar nicht sagen mehr, wie alles aufgebaut ist. Dann ein bisschen hier so. Dann haben wir hier eine Tür für einen Storm. Eins, zwei, drei, vier. Und hier war komischerweise urlange eine Wand. Ich habe gedacht, hier wäre dann das Klo, aber nein. Also du gehst hier rein. Und ich schätze, hier auf der Seite ist das Klo. Und das Bad. Das Bad muss ja auch irgendwo hin. No. Es wird langsam immer fruitiger. So. So, und dann hier. Nein, das ist zu viel. Eins, zwei, drei, vier. Okay, hier geht man durch. Hier war die Küche jetzt. Und dann ist man nach links gegangen. Und da war ein bisschen ein Raum. Und da ist dann das Wohnzimmer gewesen. Und ich schätze... Und da ist dann... Ich hoffe. Am Lande weiß man ja nie. Es kann immer ein Plumpsklo geben. Deshalb... Ich hoffe sehr einfach. Bad und Klo. Es muss irgendeine Nebenpunkte, irgendwelche Nebenpunkte haben, wenn sie so ein billiges Haus gefunden haben zum Mieten. So. Schlafzimmer. Da ist dann das Stauraumzimmer, also dieses Extrazimmer? Schreibzimmer? Kleiderschrankzimmer? Es war sehr klein, soweit ich gesehen habe. Also machen wir es ungefähr so. Dann war hier eine Küche, die war leider sehr klein. Das kann ich jetzt leider nicht ganz so realistisch nachbauen, weil das Haus hier halt anders aufgebaut ist. Ich mache es hier so, damit die Küche ein bisschen größer ist, weil sie halt größer ist als hier im Spiel. Und dann versuchen wir, dass wir es so ungefähr nachbauen. Ich glaube, so ist der Aufbau dann fast richtig. So miserabel. ja. Wir arbeiten mal mit dem, was wir haben. Ich werde nur noch Fenster einsetzen und dann lasse ich es vorerst für heute. Aber ich werde morgen weiterspielen. Denn ich will... Ich will das Traumhaus bauen für die zwei Fenster. Weiß. Das ist gigantisch. Was ist da los? Ich will einfach nur ein normales Fenster. Ich nehme so eins. Nein, nicht so eins, sondern so eins. Kevin. Komm her, Kevin. 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 Ich habe mich verlaufen. Wo bin ich hier? Okay, da ist der Eingang. Ich habe keine Ahnung, wie das Bad ausschaut. Ich hau mal keinen Kevin ins Bad. Es ist schwer. Ich will echt nicht mehr schummeln. Ich will nicht mehr nachschauen. Aber gleichzeitig, ich muss einmal einen letzten Blick noch werfen. Einen allerletzten Blick. Okay, sie haben da ein Fenster. Sie haben im Wohnzimmer drei Fenster. Okay, okay. Sie haben in der Küche eins. Sie haben am Gang eins. Sie haben da eins. Und sie haben im... Schlafzimmer 1. Okay. Okay, 3 und dann 1, 1, 1. Und ich habe mich schon wieder verlaufen. Okay. Auf der Seite 2 gebe ich noch dazu. Dann gebe ich hier in der Küche ein kleines hin. Ja, klein.
klein. Ich soll doch mal die Beschriftung lesen, aber wer hat denn Zeit für sowas? Wieso kann ich hier kein Fenster hinbauen? Oh no. Warum kann ich hier kein Fenster hinbauen? Nein. Kann ich so ein kleines Fenster reinbauen hier? Gar keins. Muss ich mir jetzt anschauen. Sollte irgendwo hier sein, ne? Lasst mich hier ein Fenster bauen. Es ist alles so verrückt, weil es so verkehrt ist alles. Hier ist ja die Küche. Warum kann ich hier kein Fenster bauen? Okay, hier gebe ich noch einmal einen Kevin rein. Kevin. Wieso kann ich hier keinen Kevin reingeben? Ach, das Spiel ergibt manchmal absolut keinen Sinn. Hier will ich einen breiten Kevin reingeben. Dann haben sie Gang ein Fenster, habe ich gesagt. Ich gebe ihnen da so, obwohl ich gebe ihnen ein kleineres Fenster rein. Sowas hier. Ein Elijah. Ich gebe ihnen ein Bad auch einfach. Ich weiß, ich habe keine Ahnung über das Bad, aber ich gebe ihnen einfach auch mal Elijahs rein. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich eh gar nicht wie das Original. Das kann mir so egal sein. Hier sollte sich doch vielleicht ein dünnes Fenster nur. Selbst wenn es ein richtig dünnes Fenster wird. Das ist gleich auch so ein großes. Was mit so einem? Das ist auch ein bisschen groß. Kevin. Ah, wieder vom Boden. Das schaut klein aus. 1,1:2. Bevor ich gar kein Fenster reingebe. Weil wir brauchen das natürliche Licht. Ich gebe halt irgendwie eine Sitzbank oder so hin, damit es so ausschaut, als wäre es ein kleines Fenster. So ein kleines Kevin? Kleiner Kevin? Oh, ist auch ein großer Kevin, aber egal. Ich schaue auch, dass ich es hier ein bisschen verdecke. Der Raum ist nicht richtig, weil sie haben, soweit ich weiß, eine Einbuchtung. Neue Fertigkeitspunkte. Ich kann bis zu 5 Wände jetzt gleichzeitig bauen. So. Dann, ich streiche nur noch ganz schnell das da drinnen weiß. Weil dann habe ich ja gesagt, dann höre ich schon für heute auf. Ich hoffe, es wird im. Es sieht, glaube ich, gar nicht so aus wie im echten Leben, aber. Bilden wir es uns einfach mal ein. Und der. Wie komme ich? Boden. Paneele. Da. Das muss ich noch ausbessern.
Gut, dann machen wir beim nächsten Mal damit weiter. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen. Bye bye.